Wenn ihr denkt, dass ihr dem Overwatch-Spam auf diesem Channel hier entgehen könnt, dann muss ich euch leider mitteilen, weit gefehlt. Denn auch ich habe mir das Spiel gekauft und möchte nun einmal meine ersten Eindrücke kundtun. We are justice. Doch was genau ist eigentlich Overwatch? Solltet ihr, so wie ich, sämtliche der 3 Millionen Videos, die YouTube euch vergeblich versucht hat anzudrehen, ignoriert haben, dann kann es gut sein, dass ihr hier lediglich eine vage Vorstellung habt. Viele bezeichnen Overwatch als einen Mix aus MOBA und Shooter. Etwas, was mich als Nicht-MOBA-Fan erstmal abgeschreckt hat. Sehr gelungen finde ich diese Analogie aber nicht, denn abgesehen von verschiedenen Helden und charakterspezifischen Fähigkeiten haben die beiden Genres nicht viel gemeinsam. Item-Builds sucht man in Overwatch vergebens und ein Leveling-System gibt es nicht. Zumindest keins, das Auswirkungen auf das Match hat. Abgesehen von der Erfahrung, die der Mensch hinter dem Monitor gesammelt hat, versteht sich. Ein weiteres Spiel, das man meines Erachtens ein wenig besser vergleichen kann, wäre hier wohl Team Fortress 2. Zwar gibt es in Overwatch keine so eindeutige Unterteilung in Klassen, sondern die vorhandenen 21 Helden werden nur grob in den Kategorien Offensiv, Defensiv, Tank und Support zusammengefasst, aber das grundlegende Spielprinzip dürfte sich wohl ähneln. Dürfte, weil ich Team Fortress nicht lang genug gespielt habe, um hier eine sichere Aussage zu treffen. Jeder Held besitzt jedenfalls zumeist zwei verschiedene Fertigkeiten, zu finden auf den Tasten E und Shift, die einem von Anfang an zur Verfügung stehen. Je nach Held unterscheiden sich natürlich nicht nur die Fertigkeiten, sondern auch der Cooldown dieser, so dass auch alles in einem wenigstens ansatzweise ausgeglichenen Rahmen bleibt. Zusätzlich gibt es dann noch eine weitere, ultimative Fähigkeit. Diese muss erst durch Aktionen im Spiel aufgeladen werden, sei es durch Verursachen von Schaden oder bei Supporthelden durch die Unterstützungsfähigkeiten. Diese ultimative Fähigkeit entspricht natürlich dem Helden, den ihr habt. So haben Supporthelden zumeist eher Supportfähigkeiten, wohingegen Angriffshelden dann auch eher etwas haben, was ziemlich viel Schaden verursacht. Der eigentliche Austragungsort ist dann eine der tatsächlich vergleichsweise zahlreichen Karten, die in verschiedenen Modi gespielt werden können. Modi gibt es, wenn ich richtig gezählt habe, derzeit drei verschiedene, die da wären: erstens einen neutralen Hügel für eine bestimmte Zeit lang halten, zweitens zwei Hügel verteidigen oder je nach Seite einnehmen, wobei hier hinzuzufügen wäre, dass der zweite Hügel erst verfügbar wird, nachdem der erste eingenommen wurde, und drittens wäre dann das Einnehmen und anschließende Begleiten eines beweglichen Hügels, meist eine Art Transport oder Fahrzeug, und mit meist meine ich immer. Insgesamt klingt das jetzt nach relativ wenig. Drei Spielmodi und ein Dutzend Karten klingt mehr wie der eher bescheidene Launch von Halo 5. Um hier aber nun zu meinen Eindrücken überzuleiten: tatsächlich macht das Spiel trotz des etwas gering wirkenden Umfangs sehr viel Spaß, was wohl den verschiedenen Helden geschuldet ist. Diese unterscheiden sich in ihrer Spielweise meist recht signifikant. So ist beispielsweise ein Reinhardt als Tank eher langsam, wohingegen Tracer mit ihren Zeitsprüngen ein deutlich schnelleres Spielgefühl vermittelt. Wo wir auch gerade bei der Geschwindigkeit sind: recht schön fand ich, dass es sich bei Overwatch eben um einen Shooter handelt, der sich nicht der typischen Iron-Sights-Mechanik bedient, sondern ganz klassisch auf konstantes Schießen aus der Hüfte setzt und somit auch, abgesehen von ein paar Helden, volle Bewegungsgeschwindigkeit beim Schießen garantiert. Diese Geschwindigkeit jedoch ist für meinen Geschmack etwas langsam. Ich bin mal ganz ehrlich, als ich Overwatch das erste Mal gesehen hatte, habe ich mir persönlich eine Art Arena-Shooter erhofft. Diese Hoffnung wurde enttäuscht. Overwatch ist kein Arena-Shooter. Halo ist auch kein Arena-Shooter. Overwatch ist aber noch deutlich weniger Arena-Shooter als Halo. Es gibt, abgesehen von ein paar Medipacks, keinerlei Pickups. Dank der Heldenmechanik natürlich auch keine Fair Starts, und die Spielgeschwindigkeit ist, wie bereits angemerkt, deutlich langsamer als die eines Arena-Shooters. Mir macht das Spiel dennoch sehr viel Spaß.
Und das liegt wohl mitunter daran, dass es ein gewisses Koop-Feel gibt, wenn man spielt. Speziell auch zusammen mit Freunden, von denen bei mir wirklich vergleichsweise viele Overwatch besitzen. Die verschiedenen Heldenklassen ergänzen sich gegenseitig gut, wie es auch sein sollte. Und wenn man diese schlau verteilt, wobei einem übrigens auch das Spiel hilft, dann fühlt man sich immer wie ein essentieller Teil des Teams. Hinzu kommt noch die sogenannte Overtime, die in Effekt tritt, wenn man kurz vorm Verlieren ist, aber noch Teammitglieder am Missionsziel kämpfen. So ist es einem guten Team theoretisch möglich, noch ein Comeback zu feiern, selbst wenn die Gegner bereits 99% des Hügels erobert haben. Manch einen mag das vielleicht stören. Ich persönlich empfinde es aber als ein recht cooles Feature, das wirklich hilft, die Matches spannender zu gestalten. Natürlich ist so wie bei den meisten Spielen nicht alles super. Ein paar Dinge stören mich dann doch etwas. Zum Beispiel ist der so angepriesene Play of the Game, also die beste spielerische Leistung im Spiel, zumeist einfach nur die ultimative Fähigkeit einer der Spieler und im Großen und Ganzen nur ein Tastendruck auf Q und weniger eine herausragende Leistung per se. Oftmals bezeichnen die Spieler deshalb das Play of the Game scherzhaft als Q of the Game. Besonders langweilig wird das dann, wenn es sich um einen der defensiven Helden handelt, die Autogeschütze aufstellen können und diese dann die Kills machen. Weiterhin weisen viele der Karten Engstellen auf, die natürlich von entsprechenden Helden wie Bastion gut ausgenutzt werden können. Wenn dann auch noch ein Support und ein Tankheld Bastion unterstützen, dann ist es meist eine härtere Nuss, die man knacken muss. Hier kann es schon vorkommen, dass man das Balancing hinter dem Spiel öfter mal hinterfragt. Zu guter Letzt stört mich auch die Zeit, die man vom Spawnen bis zum Ziel braucht. Als auch die Zeit, die man am Anfang eines jeden Matches abwarten muss. Ich verstehe schon, was damit erreicht werden sollte. So sind bei Spieltypen mit zwei Zielen diese unterschiedlich schwer einzunehmen, da man beim ersten Hügel als Angreifer näher spawnt als die Verteidiger und die somit einen längeren Versorgungsweg haben, wenn man ihre Aufstellung erst einmal durchbrochen hat. Beim zweiten Hügel kehrt sich das dann um und die Angreifer haben den längeren Weg. An sich nicht dumm, aber hätte man das auch nicht einfach mit Spawnzeiten regeln können? So ist es extrem mühsam, immer den gesamten Weg gehen zu müssen, speziell auch mit den etwas langsameren Helden. Und auch die Vorbereitungsphase ist mit einer Minute sehr lang. Nach bereits 30 Sekunden hat sich eigentlich jeder positioniert und von da ab werden nur noch Emotes und Sprays gespammt. Auch Ranked Play ist im Moment noch nicht möglich, soll aber im weiteren Verlauf des Spiels noch nachgerüstet werden. An sich ist Overwatch jedenfalls ein sehr teambasierter Shooter und ein gut funktionierendes Team siegt. Diesbezüglich wurde auch noch schlau gestaltet, dass jeder, der zu einem Kill beigetragen hat, diesen auch bekommt. Es gibt somit keinerlei Assists. Das führt zumindest bei mir dazu, dass ich gänzlich meine eigene Statistik aus den Augen verliere und möglichst versuche, mein Team mit den Fähigkeiten meines Heldens zu unterstützen. Ich bin somit nicht sauer, wenn jemand anders den letzten Schaden drückt, weil es darum nicht geht. Auch am Ende eines Matches sieht man lediglich seine eigene Statistik. Einzig und allein die Spieler-Highlights in Form von 4 Karten, welche die 4 besten Leistungen des Matches markieren, lassen Schlüsse auf die übrigen Teammitglieder zu. Es fällt einem somit schwerer, einen Sündenbock zu finden, sollte man denn mal verlieren. Was die Anpassung der eigenen Helden angeht, hat man mehrere Optionen. So kann man Emotes ausrüsten, verschiedene Phrasen loswerden, verschiedene Grafiken zum munteren Versprühen ausrüsten, wobei die hauptsächlich in den ersten 60 Sekunden genutzt werden, und den Helden mit Skins bekleiden. Letztere weisen teils sehr einfallslose Optionen auf, in Form von verschiedenen Farbvarianten des gleichen Skins. Teils aber auch sehr signifikante äußerliche Änderungen. Sämtliche kosmetische Veränderungen kann man in den sogenannten Lootboxen erhalten, welche man wiederum nach jedem Levelaufstieg erhält. Von dem, was ich mitbekommen habe, dauert es ein wenig, bis man alles freigeschaltet hat.
Speziell, da es ab Level 20 tatsächlich vergleichsweise lange braucht, ein Level aufzusteigen. Höchstwahrscheinlich gibt es auch die Option, Lootboxen mit Echtgeld zu kaufen, sollte man schneller alle Skins freischalten wollen. Jedoch habe ich diesen Umstand nicht überprüft. Die Tatsache, dass ich mich daran auch nicht mit Sicherheit erinnern kann, spricht wohl für sich, wie wenig Einfluss diese Option auf das Spiel hat. Somit nun abschließend mein Fazit. Insgesamt gesehen muss ich sagen, dass mir Overwatch überraschend viel Spaß macht. Ursprünglich hatte ich lediglich mildes Interesse und habe mir am Ende das Spiel nur gekauft, weil vergleichsweise viele Personen, mit denen ich öfters zusammenspiele, es sich entweder bereits gekauft oder zumindest Interesse bekundet hatten. Mit 40 Euro am PC, macht hier bloß nicht den Fehler und kauft euch die 60 Euro Special Edition, außer ihr seid wirklich total heiß auf ein paar Skins, ist der Preis meines Erachtens vertretbar. Es wird sich jedoch noch zeigen müssen, über wie lang der Umfang des Spiels mich auch wirklich begeistern kann. Im Moment jedenfalls sehe ich nicht, dass ich Maus und Tastatur sehr bald wieder niederlegen werde. Da ein großer Faktor der Motivation hinter Overwatch wohl die verschiedenen Helden sind und ich erst ungefähr 30% der Helden überhaupt gespielt habe, bin ich zuversichtlich, dass sich das auch so schnell nicht ändern wird. Zu guter Letzt dann natürlich noch die Frage an euch. Habt ihr euch Overwatch bereits geholt oder spielt ihr mit dem Gedanken damit? Falls ja, wie findet ihr das Spiel? Oder hat euch dieses Video vielleicht überzeugt, es euch zu holen? Hinterlasst mir doch eure Meinung in den Kommentaren und vergesst auch nicht, dieses Video zu bewerten. In Anbetracht der Tatsache, dass alsbald die E3 stattfindet, kann ich euch auch nur noch einmal empfehlen, Silas Video mit Spekulationen und Wünschen zur E3 anzusehen, solltet ihr das nicht bereits getan haben. Ansonsten bleibt mir wohl nur noch übrig, euch einen schönen Tag zu wünschen und wir hören uns hoffentlich wieder im nächsten Video.